Star Wars, Minecraft, Star Wars, McDonald's. Was für eine Werbung. 5 Videos, die jeder kennen sollte. Meine Freundin heiratet. Wen interessiert's, Alter? Wen interessiert es, Alter? Ultrawohnung, Minecraft, Leon-Masche. Oh Gott, Alter, da geht mir so auf den Sack, ey. Ich find's vor allem witzig, dass sein Minus-Content immer noch die Leute verarschen kann und es immer noch keiner gecheckt hat, vor allem mal wieder im letzten Video. Würdest du deine Haare schneiden? Für 200 Euro. Ah ja. 300. Okay, I give you 315, okay? You say 300, I give you 50 on top, for me. Okay. Okay, that's good. We're sitting here. Sie hat sich nochmal anders entschieden. Sie wollte doch nicht. Als ob sie da noch Nein gesagt hat. Bestimmt. Also man muss keine Körpersprache deuten können, um zu sehen, dass er da richtig heftig gelogen hat, nur um die Kohle nicht ausgeben zu müssen. Was für ein Wichser, ey. Noch mehr Minecraft. Alter, was ist denn zurzeit mit Minecraft los? Eminem. Was in meinen Augen endlich mal Worte waren, die gesagt werden mussten. Ich glaube, die Trends durchzugucken macht mich nicht glücklich. Schauen wir uns einfach mal an, was mir persönlich vorgeschlagen wird. Russell Peters, Top 10 WWE Moments, Cristiano Ronaldo, All Red Cards, CSI Challenge, Messi Pack Opening. Man sieht hier ganz klar, in welche Richtung mein Kanal langsam driftet. How to improve your Twitch Livestream, WM Quali, Pokémon Trailer. Pika. What the fuck? Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit. Oh, Pikachu. Hast du eine Spinne auf dem Kopf, Alter? Pikachu, bist du ready? Dachte ich's mir. Du bist das letzte der 4 Kinder, die heute mit ihrer Reise beginnen. Eine kleine Verspätung kann bei einer Zugfahrt oder auch bei der Pokémon-Wahl das Leben verändern. Meinen Sie damit, dass ich jetzt ohne ein Pokémon auf meine Reise gehen muss? Ein Pokémon könnte ich dir noch anbieten. Alter, dieses sieht das Pokémon krass aus. Heißt Pikachu. Hallo Pikachu, ich bin Ash. Du und ich werden die besten Freunde werden. Oh Mann, ich erinnere mich einfach daran, dass das gestern gewesen ist. Boah, dieser Moment. Oh Gott, ich hab Gänsehaut. Was ist das? Oh, wie krass die Ho-Oh-Teilen. Eines Tages werden wir zwei dieses Pokémon kennenlernen. Pikachu! Oh, ich hab so Gänsehaut! Die Pokémon müssen angeblich zu Ho-Oh führen. Wir müssen sofort aufbrechen und Ho-Oh finden! Hast du Lust mitzukommen? Oh mein Gott, voll geil. Du bist zu weich. Vergiss nicht, Kraft geht vor Recht. Verstanden? Gehen wir, Pikachu! Was es da draußen wohl alles gibt. Man weiß es nie, bevor man da gewesen ist. Solange mein Kumpel bei mir ist, kann ich überall hingehen. Oh, ist das episch! Leute, ich habe ja einiges erwartet, aber das, Alter! Wie krank! Hut ab, Leute! Für diese Emotion, die dieser Trailer rüberbringt. Ich weiß, es kann sich vielleicht nicht jeder damit identifizieren, weil die meisten, die wahrscheinlich Pokémon schauen heutzutage, so klein sind, dass die einfach mit den ersten Tagen von Pokémon wahrscheinlich nichts anfangen können. Aber die Art, wie die diesen Trailer gemacht haben, wow,
Die haben genau die Emotionen mehr vorgerufen, die ich seit, ich glaube, 15 Jahren nicht mehr gespürt habe. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder 8 mit der ersten Pokémon-Edition in der Hand. Ich werde es nie vergessen. Es ist das geilste Spiel, was ich jemals in meinem Leben geschenkt bekommen habe. Ich war so fucking glücklich. Und ich jede Nacht davon geträumt habe als Kind, wie es denn wäre, wirklich Pokémon-Trainer zu sein. Und man merkt, dass sie nicht einfach wieder irgendeinen Abklatsch von Pokémon-Filmen machen, von wahrscheinlich Tausenden, die es gibt, sondern dass es wirklich um den Ursprung von Pokémon ging. Das, was 27 Jahre alte Leute wie ich einfach verstehen. Pikachu fällt direkt runter von lauter Aufregung. Oh, und die haben alles angesprochen. Vom ersten Moment, wo der Pikachu getroffen hat. Vom ersten Moment, wo der Glumanda gerettet hat. Vom ersten Moment, wo der Ho-Oh gesehen hat. Ich kann es nicht erwarten. Ich kann es nicht erwarten. Ohne Scheiß, 5.11. Egal, was ihr macht, Leute. Ich habe keine Zeit. Ich bin im Kino, Alter. Der Kollege, der hier neben mir auf meiner Schulter sitzt, den hatte ich einfach in der ersten Klasse in der Schule mit dabei. Ich glaube, den hatte ich sogar zu meiner Einschulung am Start. Das war mein Lieblingskuscheltier für immer. Und ich habe meiner Mama, glaube ich, damals 100 Mal am Tag gedankt, dass ich dieses Kuscheltier haben darf. Und ich freue mich richtig, richtig hart, dass wir von der alten Schule, die wirklich die erste Folge Pokémon gesehen haben und die wirklich dieses Gefühl interpretieren können und verstehen können, was es heißt, dass man Pokémon-Fan ist und wie Pokémon wirklich entstanden ist. Ich kann dieses Gefühl einfach nicht beschreiben, wie schön es ist, ein 90er-Kind zu sein. Und dieser Trailer bringt mir einfach ein Stück Kindheit wieder und dieses Gefühl, wie es war, frei und unbeschwert zu sein. Wie lange habe ich an meinem Gameboy gesessen und wie habe ich es gefeiert, als es diese System-Link-Methode gab und man dann gegen seine Freunde tauschen und kämpfen konnte. Wie habe ich es gefeiert, als ich den N64 bekommen habe mit Pokémon Stadium als Startspiel. Alter! Und wie habe ich geheult, als der erste Pokémon-Film rauskam und Ash vor Pikachu versteinert ist. Pikachu? Pika! Pika! Und Pikachu einfach angefangen hat zu weinen. Wow, ich glaube damals in diesem Kino, zu dieser Premiere, hat kein einziger nicht geweint. Da waren alle am Heulen, das war richtig laut in diesem Kino, ich kann, werde es nie vergessen. Endlich mal eine Neuigkeit in meinen YouTube-Empfehlungen, über die ich mich richtig freue. Wow. I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I would travel across the land, searching far and wide. It's Pokemon to understand the power that's inside. And all of us think so too. To my best I've gone. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Smash Ketchum, Alter. Du fickst sie alle, Alter. Du Kleber, du Kuh.